Willkommen zurück bei Let's Play Thief. Und ich muss an dieser Stelle leider zugeben, ich musste mich im Internet schlau lesen, wo die letzten beiden Fragmente zu finden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals gefunden. Niemals hätte ich die gefunden. Und daher schließen wir die Mission immer relativ zügig ab. Und zwar, einer befindet sich... Der springt zwar wieder gar nicht hoch. Super. Und die Tür erst zumachen für... Einer befindet sich nämlich hier oben drauf. Ja. Ja. Und dann, wo ich schon oft genügend davor stand, befindet sich hier hinter noch einer. Vane. Das sagt mir was. Einer der Flüsse unter der Stadt. So, damit hätten wir das jetzt erledigt. Ein Jahr Südviertel. Gedichtfragmente. Ja, könnt ihr euch gerne per Stopp durchlesen. So. Und dann widmen wir uns jetzt der Hand. Nee, den Kehlkopf. Dem elektronischen Kehlkopf. Für diesen Roboter. So, wo müssen wir denn dafür hin? Ziele. Verfolgen. Okay, da unten, da unten muss ich hin. Halleluja, da habe ich eine weite Strecke vor mir. Ach ja, stimmt, der geht's ja wieder nicht, glaube ich. Okay, hier und dann da drüben. Na, da hoch hier. Und durch das Fenster. So. Zack. Und hier nochmal hoch. So. Kurz auf die Karte wieder gucken. Tut mir leid. Weil das ist nämlich hier... Ach. Relativ gute Abkürzung, wenn ich jetzt durchgehe. So, und einmal hier durch. Der hat eine Hose, reißt jedes Mal. So. Hier lang, dran vorbei, zack. Und hier durch. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt hier entdeckt habe. Auf jeden Fall gibt es hier lecker geiles goldenes Besteck und so. Mehr auch nicht. Da ist ein kleiner Greimhorn, hm? Greimhorn, weißt du Bescheid? Hm. Okay, war nicht so hoch. Da läuft einer. Hi, Bro. So. Da oben muss ich wieder hin. Wie komme ich da bloß schon wieder hoch? Ach, herrje. Was mit dem da hinten? Kommt er noch wieder, oder? Macht er da jetzt Camping auf Alemannia? Ja, da ist dann ein zweiter. Ich fühle mich nicht besonders. Weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt hochkommen soll.
Deine Mutti schleicht da umher. Nur noch einen kleinen Geheimraum gefunden. Ah. Wie komme ich denn bloß da schon wieder hoch, ey? Das ist eine andere Motherfucker hier. Ach, Mann, no. Scheiße. Nun komm schon zurück. Gib Gummi. Oder ist er? Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, komm. K.O. So. Wie komme ich da hoch? Wow. Ich kenne doch Schritte, wenn ich sie höre. Oh, guck mal einen an. Das war zum Abschrauben. In der Tat, das hat da jemand. So, bin ich denn hier jetzt gelandet? Das ist nochmal ein Geheimräumchen. Das war's, ein Füller. Mehr nicht. Nur ein lumpiger Füller. Brauchen wir wieder Mohn langsam. Ach, Scheiße. Hier ist nichts. Nichts. Tja, jetzt stehe ich da wie ein Idiot. So, du bist ganz müde. So, jetzt kann man nämlich ein bisschen ruhiger gucken. Wie wir hier am besten hochkommen. So. Da ist ein... so ein Seilpfeil. Und zack. Das reicht doch bis runter, das Pfeil. Pfeil. Hm? Das Pfeil. So, werde ich mal hier rein. Gucken, was sich da hinter Tor Nummer 1 verbirgt. Achso. Muss ja hebeln. So, eine kleine Räumlichkeit. Lasst ab von Protesten. Die Stadt mag mit gebeugtem Haupt dastehen, aber die Teilnahme an gesellschaftlichen Verhalten ohne Respekt vor der Krone macht das Ganze noch schlimmer. Vandalismus und rebellische Parolen können von einer aufrechten Gemeinschaft nicht toleriert werden. Die Verwaltung hat eine Botschaft vom Baron selbst veröffentlicht, in der er uns dringend ersucht, während der Krise zusammenzuhalten. Bewahrt Ruhe, zwingt die Wache nicht zum Handeln, sonst hat sie keine Wahl und muss euch abführen. Die euch versprochene Zukunft ist nah. Ohne Nachfrage wurde uns zudem mitgeteilt, dass die Verwaltung sich in Kürze um die Lebensmittelknappheit kümmern werde. Ihr seht, eure Stimmen werden in den Zimmern der Obrigkeit durchaus gehört. Joa, geil! Meine Stimme hat gehört. So, haben wir hier hinten einen Bilderrahmen. Haben wir noch was drinne? Jawohl, ein Armreif. Schnieke. Jetzt haben wir hier noch irgendwo was. Oh, das ist ein Bild. Bam. Guter Fund. Lügenleben. Lügenleben. So, nehmen wir wieder aus. So, dann gehen wir schickimicki hier rüber.
und hier rüber. Und dann sind wir auch schon hier drinne. Kundenauftrag. Schweigen ist Gold. Möchtest du den Kundenauftrag starten? Ja, das wollen wir. Mit kaum noch Pfeilen im Köcher. Wenn hier einer reinkommt, kannst du dir dein Geld mit Singen in der Kleine. So. Ist das klar? Ja, gleich mal den Schrank auf hier. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Ach was, ist doch alles wunderbar. Eine Karte haben wir. Hier komme ich wahrscheinlich bloß zurück, oder? Ach nee, ich muss da rüber. Ich brauche eine Pause. Auf dem Fluss habe ich geruht. Hier gibt es bloß noch eine andere Route. Wir nehmen mal oben die romantische Strecke. Ah, hier ist noch was. So. Diese verdammte Stadt. Kommt man denn hier am besten? Ah, okay. Kann man sogar vielleicht auf ihn drauf springen? Wo ist er hin? Mori? Bitte nur. Nee, der wird dafür zu weit weg sein. Weggesnackt. So, hier ist Glas. Ist der Bello? Ist hier unten nichts? Ah, da ist ein Bello. So, aber hier erwartet uns hier was? Ne. Dann machen wir das mal auf. Hundi, sei ruhig. Aus. Braver Junge. So, Tür wird's. Ist mit der Tür los. Was zum Teufel ist mit dir los? Hä? Habe ich da gerade etwas gesehen? Oh, jetzt kommt noch ein zweiter. Ja, geht's hin. Alles klar, macht dich kaputt. Komm, los. Oh, guck ich durch, sehe ich keinen, gehe ich rein, steht da einer. Oh. Klasse. Wieder in höchster Perfektion, was ich euch hier gezeigt habe. So, Aschenbecher. So, Problem ist. Ah, na. Da haben wir noch ein paar. Super, was hat das jetzt gebracht? Hm, ich hab mir gedacht, probieren wir es mal einfach aus. Scheiße. Ich halt dir den Rücken frei. Was soll das jetzt gebracht haben? Hm, runter da. Ich finde niemanden. Ja, dann hör auf zu suchen. Der fällt auf den drauf. So, das hat ja quasi gar nichts gebracht. Oh, doch, ich kann da drauf. Ah, und Mohn.
Hier ist eine Truhe. Ja, es hat doch ein bisschen was gebracht. Ich könnte weglaufen und den Müll flattern. Könntest doch einfach deine Mutti flattern. Nein, nein. Oh, die Kiste machen wir noch auf. Ne? Jawohl, Schmuck, Schmuck. So. Was passiert denn, wenn ich den Schalter hier betätige? Machen wir nochmal den. Da kommt einer runter. Ach, nö. Ich friere. Wo gehst du nur hin, Junge? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Komm, 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 komm. Ja! Oh. Da haben wir ihn. Den Boy. Jetzt weiß ich auch, was passiert, wenn er hier das Licht anmacht. Guck mal einer an, da ist eine Falle versteckt hier hin, oder wie? Hä? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Nun gut. Ja, noch ein Stückchen nach oben. Lass die wohl in den Eintopf werfen. Boah, dann fällt uns auf, dass da schon wieder einer steht. Gut, alles klar. Aber an dieser Stelle ist die Folge leider auch schon wieder zu Ende. Ja, wir sind schon wieder die Viertelstunde hier. Zack, zack, zack. Und in der nächsten Folge holen wir uns dann den metallischen Kehlkopf. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Thief. Tschüss. Die Leute sollten Männern wie mir mehr Respekt erweisen.